Gomer Ceballos singt vom Frieden, doch sein Leben prägte der Krieg. In der Zeit, als ich die Entscheidung traf, mich der Guerilla anzuschließen, dachte ich, dies sei eine Alternative, die Möglichkeit, etwas zu verändern. Ich sah die sozialen Verhältnisse unseres Volkes und vor allem meiner Familie, die arme, bescheidene Leute sind. Sie lebten mit vielen unbefriedigten Grundbedürfnissen. 20 Jahre lang war er ein Kämpfer der FARC-Rebellen in Kolumbien. Seit den 1960ern hatte die linksgerichtete Guerilla einen bewaffneten Kampf gegen den Staat geführt. Der Hauptauslöser? Extreme soziale Ungleichheit im Land. Es folgte ein jahrzehntelanger bewaffneter Konflikt mit Gräueltaten von beiden Seiten, mit mehr als 260.000 Toten. Doch vor 5 Jahren einigten sich Regierung und FARC auf ein Friedensabkommen. Auch Gomer wollte raus aus der Gewaltspirale. Die Tatsache, in ständiger Unruhe und Sorge zu leben und jeden Tag zu denken, der heutige könnte dein letzter sein, das erzeugt Angst und Schrecken. Das wünscht man niemandem. Und deswegen wollen wir heute kompletten Frieden erreichen. Die Unterzeichnung des Friedensvertrages im November 2016, ein Meilenstein. Unter UN-Aufsicht gaben in den Folgemonaten rund 8000 ehemalige Kämpfer ihre Waffen ab. Auch Gomer. Ob und wofür er sie genutzt hat, erfahren wir nicht. Heute würde er am liebsten von seiner Musik leben. Doch das ist schwierig. Wenn unsere Lebensgeschichte bekannt wird, kommen oft Vorbehalte auf. Zum Beispiel habe ich Kameradinnen und Kameraden, denen eine Arbeitsstelle verweigert wurde, aufgrund der Tatsache, dass sie Unterzeichnende des Friedensabkommens, also ehemalige Kämpfer sind. Und das passiert in vielen Bereichen. Ja, wir nehmen Stigmatisierung wahr. Stigmatisierung und Ausgrenzung sind nicht das einzige Problem für die ehemaligen KämpferInnen. Der UN-Sicherheitsrat hat heute die kolumbianische Regierung aufgefordert, die Umsetzung des Friedensabkommens voranzubringen und mehr zu tun, um die Ermordung entwaffneter FARC-Kämpfer zu verhindern. Mehr als 295 ehemalige FARC-Kämpfende wurden laut UN seit Unterzeichnung des Abkommens getötet. Im Schnitt eine Person alle 6 Tage. Wo einst die FARC das Sagen hatte, herrschen nun andere gewalttätige kriminelle Gruppen, erklärt der Direktor des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts, CAPAS. Ja, leider gibt es viele Bedrohungen gegen die ehemaligen FARC-Kämpferinnen und Kämpfer. Diese kommen einerseits von den Dissidenten der FARC, diejenigen, die nicht im Friedensprozess sind. Sie kommen aber auch etwa von paramilitärischen oder neoparamilitärischen Gruppen und teilweise eben auch von Menschen, die dann auch mit dem Drogenhandel verbunden sind. Auch wegen dieser Bedrohungen verdient Gomer sein Geld inzwischen hauptberuflich als Personenschützer. Vor allem arbeitet er für PolitikerInnen der Partei Comunes, die sich aus ehemaligen FARC-Mitgliedern gegründet hat und die nun den politischen Kampf sucht. Frieden findet er in seinen Liedern. Seit er 6 ist, singt und spielt Gomer die traditionellen Melodien seiner Heimatregion Llanos Orientales. Selbst in seiner Zeit bei der FARC blieb das so. In der militärischen Tagesordnung der Guerilla war am Abend meist Zeit für Kultur eingeplant. Ich hatte immer die Laute dabei. Das half nicht nur mir, sondern auch meinen Kameraden und Kameradinnen, die mich manchmal baten, etwas zu singen. Immer dann, wenn es möglich war. Denn natürlich gab es Situationen, in denen wir überhaupt keine Geräusche machen durften. Und schon gar nicht singen oder ein Instrument spielen. Gefechte und Gewalt gehörten zum Alltag. Gomer meinte, nur im bewaffneten Kampf der Guerilla die extrem ungleichen gesellschaftlichen Verhältnisse verändern zu können. So wie viele in Kolumbien stammt Gomer aus einer kleinbäuerlichen Familie. Gesundheitsversorgung und höhere Schulbildung undenkbar für sie. Nach gewaltsamer Vertreibung verlor die Familie ihr Land, lebte lange in einer winzigen Baracke. Strukturelle Probleme, die auch heute noch existieren.
Die Landverteilung ist in Kolumbien seit jeher extrem ungleich. 75% der produktiven landwirtschaftlichen Fläche sind im Besitz von weit weniger als 1%. Dies ist nicht nachhaltig und dies schürt immer wieder soziale Konflikte. Hier muss angesetzt werden, wir brauchen eine gerechtere Verteilung des Landbesitzes in Kolumbien. Auf dem Weg zum Frieden hat Kolumbien schon einiges erreicht, sagt Stefan Peters und lobt das System der Übergangsjustiz. Doch aufgrund des Drogenhandels und der Gewalt bewaffneter Gruppen in verschiedenen Regionen bleiben die Herausforderungen enorm. Der Friedensprozess ist nicht gescheitert. Gleichwohl ist er in einer schwierigen Phase. Wir haben aktuell eine Situation, dass abgewandelt Büchners Formel, wir vielleicht eher davon sprechen könnten, wir haben Friede für die Paläste und Krieg für viele Hütten, gerade in den abgelegenen Regionen. Hier gilt es anzusetzen, hier braucht es die Implementierung des Friedensvertrages, aber auch eine Politik, die sich die Reduzierung der sozialen Ungleichheiten auf die Fahnen schreibt. Das will auch Gomme. Die Hoffnung auf eine gerechtere Gesellschaft hat er nach wie vor. Heute will er sie mit politischen Mitteln vorantreiben. Wie viele ehemalige KämpferInnen hat er inzwischen sogar eine Familie. Sein Sohn ist 3 Monate. Familienleben war in seiner Zeit als Kämpfer unvorstellbar. Mitten in der militärischen Konfrontation war das überhaupt keine Option. Aber inzwischen, in der neuen Situation, hat sich alles anders ergeben. Und so ist das eines der schönsten Geschenke, die der Frieden gebracht hat. Dieser komplizierte Frieden, der trotz allem eben auch Geschenke des Himmels bereithält. El pueblo unido es un grito por la paz de la nación. Oh, oh, oh.